ersten Seiten kann ich sagen, dass es sich richtig, richtig gut liest. Anders als das, was ich in letzter Zeit so gelesen habe. Und es ist teilweise echt schön poetisch. Also ich bin schon sehr gespannt, wie es weiterlaufen wird. Ich lese gerade wieder in Frankfurt am Mord. Die Katzen streiten sich gerade. Ich lese gerade wieder in Frankfurt am Mord. Und es macht unglaublich viel Spaß. Das Schöne ist, ich bin ja ein Mensch, der selten Zeit hat, eine Stunde oder länger am Stück zu lesen. Weswegen ich es sehr sympathisch finde, dass hier auch so kurze Kapitel bzw. kurze Unterkapitel sind. Weil ich ja gerne immer so sage, okay, bis zu diesem Abschnitt oder diesem Kapitel lese ich noch. Und das ist hier ganz vorteilhaft für Leute wie mich, die immer mal nur so ein Stückchen lesen können. Wollte ich kurz anmerken, mein Akku ist gleich leer, deswegen ist mein Licht gerade an der Kamera ausgegangen. Ich werde jetzt erst so meinen Akku laden. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchvorstellung. Ein paar Eindrücke habt ihr schon bekommen. Und zwar geht es um dieses Buch hier von Krüger und Krüger, Frankfurt am Mord, ein Kriminalroman. Und wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich mich schwer tue mit Kriminalromanen. Nicht, weil ich sie nicht mag, ganz im Gegenteil, ich mag gute Kriminalromane. Aber ich bin da vielleicht ein bisschen speziell, jedenfalls fällt es mir schwer, diese guten Kriminalromane tatsächlich zu finden. Ich bin ein Mensch, ich habe als Kind jeden Agathe Christie-Roman gelesen, den ich finden konnte. Wirklich jeden, und ich habe das sehr geliebt. Dann als Erwachsener hatte ich irgendwie das Problem, dass mir vieles einfach viel zu blutig war. Also Thriller lese ich überhaupt gar nicht und ich hatte viel zu oft das Gefühl, einen Thriller in der Hand zu haben und keinen Kriminalroman. Da fehlte mir das Detektivische einfach ganz, 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 ganz oft. Und ich bin aber so, ich suche das halt immer wieder, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, damals zu lesen, und dachte, ich gebe auch Frankfurt am Mord einfach mal eine Chance. Und ich muss sagen, dass ich positiv überrascht wurde. Ihr habt jetzt schon am Anfang so ein bisschen was gesehen, auch was wir für ein tolles Paket zugeschickt bekommen haben, was da alles unglaublich Geniales drin war und wie auch die ersten Leseeindrücke von mir waren. Und diese ersten Leseeindrücke kann ich auch sehr bestätigen. Es liest sich unglaublich leicht. Also es ist so ein Buch, wo man anfängt zu lesen und wenn man dann das nächste Mal auf die Uhr guckt und denkt, ich habe jetzt so lange gelesen, ich habe so viele Seiten gerade gelesen. Also die Zeit verfliegt halt auch einfach so, 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 so schnell, weil es einfach Spaß macht zu lesen, weil es an keiner Stelle langweilig geworden ist. Manche Bücher haben ja auch diesen Kaugummi-Effekt, wo sich so seitenlang es wie Kaugummi zieht und irgendwie nichts passiert. Es war immer Action, es war immer was los. Am Anfang war es natürlich schwierig, mit diesen ganzen Charakteren erstmal klarzukommen, was sich dann aber relativ gut zusammengefügt hat. Und zwischendrin war es halt so unglaublich lustig, was das ganze Thema auch wieder so ein bisschen aufgelockert wird. Weil in Frankfurt am Mord startet es halt damit, dass im Rotlichtviertel von Frankfurt eine Leiche gefunden wird. Und dass da jetzt halt die Spurensicherung kommen und die Leiche halt untersucht werden muss. Und es halt dann darum geht, das Ganze zu ergründen. Was auch schön lustig war, war, dass plötzlich Pinguine und Zebras auftauchten. Wie das dann in Zusammenhang steht, hatte mich sehr interessiert und mich auch so ein bisschen angetrieben, schnell weiterzulesen. Und ich muss sagen, man hatte dann so seine Lieblingscharaktere oder ist sehr interessiert, warum der Charakter so ist, wie er ist, oder die Vorgeschichte des Charakters wird immer mal wieder nur so in Anfängen angeritzt und das motiviert einfach weiterzulesen und zu erfahren, was da dahinter steckt, wie die Charaktere vielleicht auch zueinander stehen, ne? Also am Anfang hatte man halt, okay, die haben denselben Nachnamen. Wie stehen die jetzt in Verbindung zueinander? Und hat dann manchmal schon so Vermutungen, die dann nicht bestätigt wurden. Und deswegen ist es wirklich ein Buch, was sehr viel Spaß macht, sehr abwechslungsreich ist. Manchmal war es schwer, also ich kenne mich null in Frankfurt aus. Ich glaube, wenn man Frankfurt kennt, vielleicht sogar in Frankfurt lebt, ist das auch super geil zu lesen, weil da halt auch auf viele Gegebenheiten in Frankfurt einfach eingegangen wird. Und manchmal wird halt auch in, ich sage jetzt mal, Mundart geschrieben. Ich versuche gerade mal, ob ich vielleicht durch Zufall
irgendwie so ein Teil finde, wo auch in Mundart gesprochen wird. Hier, du Dummbabbler hast ja keine Ahnung, zum Beispiel. Wo war noch so ein... Nee, das war in der Fasanerie bei Hanau. Da zeigt der Attila manchmal seine Kunststücke. Oder so, ei so, oder ich war's nicht. Also, ja, das ist dann manchmal zwischenzeitlich ein bisschen anstrengend zu lesen, aber lockert das Ganze halt auch wieder so ein bisschen auf. Also, wer so einen guten Kriminalroman sucht mit dem Gewissen, es muss halt immer so, es gibt auch Kriminalromane, die sind so auf extrem lustig gemacht. Das möchte ich auch nicht. Aber so dieses kleine Krümelchen Humor immer mal so an der einen oder anderen Stelle, das finde ich tatsächlich sehr gut. Und diese poetischen Stellen, wo gerade auch so Landschaft oder sowas beschrieben wird, oh, die habe ich geliebt, da bin ich dran aufgegangen. Also alles in allem eine sehr runde Sache, ein echt tolles Buch. Der Kriminalroman Frankfurt am Mord. Ich verlinke euch unten in der Infobox noch ein paar Infos zum Buch. Natürlich auch, wo ihr das Buch kaufen könnt. Und wenn ihr vielleicht auch gerade ein gutes Buch lest, vielleicht auch gerade einen guten Kriminalroman lest, dann schreibt mir das doch sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!